Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Soeben wurde, oder ja, ihr seht es einen Tag später, aber bei mir ist es gerade soeben, wurde das Herbst-Update angekündigt und man kann tatsächlich Kürbisse anbauen. Wow, eine Neuerung, die wir auf jeden Fall haben. Und ich habe wieder ein bisschen offscreen was gemacht, dann man wird wahrscheinlich nichts merken. Die Frage ist, wo kommt das Kürbisfeld hin? Ich habe absolut keinen Plan. Ich würde da gerne noch eine Fläche machen, die total krass aussieht und so. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Drehkarussell irgendwo platzieren. Ich glaube hier. Hier ist ein toller Platz dafür. Oh Gott. Und darf ich mal darauf hinweisen? Nein. Genau. So, darf ich mal darauf hinweisen, wie schön das aussieht, wenn Sonnenuntergang und Regen gleichzeitig ist? Krass. Ich habe zudem zwei neue Fische gefangen. Die wollte ich euch noch, euch noch kurz zeigen. Da müssen wir einfach mal kurz hier runter. Einmal den Königslachs, den gibt es nur noch den Monat. Und die Botangarnele, die gibt es ab den Monat. Die Auster konnte ich noch nicht fangen. Ich habe es probiert. Habe jetzt aber leider nur die zwei Sachen bekommen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir werden heute wieder Zeug machen, ich weiß nur nicht was. Wir haben noch so viel Baustellen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal kurz bei Tina vorbei. Die hat jetzt nämlich täglich Designs für uns. Dann nehmen wir alles mit. Alles, was überhaupt irgendwie möglich ist, etc. Das wird super. Ist jetzt Rocket League eigentlich auch für die Switch gratis? Wenn es gerade oben eingeblendet ist, schreibt es mir mal in die Kommentare. Wäre cool zu wissen. Ich habe ein paar Designs offline gekriegt, oder offscreen und offline. Erstmal offline was bekommen. Ich glaube, ab nächsten Monat gibt es auch Mario-Items endlich. Zum 35. Geburtstag. Zudem gibt es ab 1. Oktober Mario 35. Das wird natürlich auch auf dem Kanal kommen. Es wird super. Es wird ein super Monat. Oktober wird super. So. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir geben den Fisch und die Garnele ab. Mal gucken, wo die sind. Ich glaube, wir haben dann alle Flusstiere, außer den Stint. Den konnten wir noch nicht fangen. Obwohl, was fehlt uns noch? Ein Kugelfisch und Stint. Der Glaskopffisch fehlt uns noch, aber den gibt es das ganze Jahr, da hetze ich nicht. Und irgendwas anderes. Wir können gerade mal gucken. Es sind gar nicht mehr so viele Sachen. Wir gucken einfach mal kurz in der Faunapedie. Also hier fehlt uns noch der Mistkäfer. Genau, hier fehlt uns hier der Stint. Den gibt es aber nur im Winter. Dann hier der normale Kugelfisch. Das ist ja der Igelfisch, wo drunter ist. Und der Glaskopffisch. Das sind noch drei Viecher, die uns fehlen. Und hier fehlen uns noch ganz viel Krabben und ganz viel anderes Gedöns. Da kommen wir dann noch nächstes Jahr dazu. Da mach ich mir überhaupt keinen Stress. Ansonsten, ja, ganz ehrlich. Mal gucken, vielleicht können wir da auch ausnahmsweise auf die Südseite. Gemälde brauchen wir noch ziemlich viel. Wenn ihr irgendwas doppelt habt, wäre ich echt froh, wenn ihr mir das zuschicken könnt. Ansonsten bekommt ihr auch 100.000 Sternis. Gut. Die sieht richtig angenehm hier aus. Hier ist der Königslachs unten drin. Sieht dem normalen Dachs gar nicht ähnlich irgendwie. Krass, hätte ich nicht gedacht. Naja, die Botangarnele, das gucken wir uns alles später noch an. Da kommen jetzt nämlich noch richtig viel Krabben im Winter dazu. Aber wir haben ja erst Herbst, das ist ja kein Stress. Im Winter haben wir dann zudem noch die Insekten komplett, das wird super. Gut, designen wir weiter. Wo machen wir weiter? Ich wollte es eigentlich am Ding weitermachen. Ich habe noch so ein Kalligrafie-Set geholt. Oder wie heißt das Ding? Ist hier Pressenbad? Nee. Habe ich schon wieder verkauft? Lol. Oh Mann. Es war so ein Karikaturset, wo man praktisch so seine eigenen Designs drauf machen kann. Aber das habe ich dann verkauft. Man kann zudem ab Oktober kann man Süßigkeiten kaufen. Werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was es hier noch gibt. Das wäre cool für den Italiener. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Ein Mobiltelefon, klar. Leeres Geschirr. Nee, fühle ich nicht.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Kürbisse, die da oben sind, eine Funktion haben. Man kann aber noch nichts kaufen, alles klar. Das Update ist auch noch nicht durchgeführt worden, wahrscheinlich. Ja, doch, das wird super. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kürbisfeld. Habt ihr eine Idee, wo das hinkommen soll? Schreibt es in die Kommentare. Dann können wir uns heute den anderen Grundstücken widmen. Ich meine, warum nicht? So. Ich finde, das Grundstück ist eigentlich okay. Hier müssen wir auf jeden Fall was machen. Ich glaube, bei Kokon machen wir einfach nochmal so ein Zypressenbad hin. Ich finde die eigentlich voll luxuriös. Was vielleicht cool wäre, wenn wir das in schwarz machen. Und hinten noch eine Mauer ziehen. Ja, das können wir so machen. Ich schaufel mal das ganze Zeug hier weg. Oh Gott. Die gelben... Oh, ja, es war so klar. Oh, es ist immer klar. Ich heule. Die gelben Blumen haben irgendwie keine Funktion, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal weg. Und reduziere sie auf jeden Fall. Und hier können wir nichts platzieren. Warum können wir hier nichts pflanzen? Hier ist doch eindeutig ein Block. LOL. Ich hätte da gerne noch so einen Gartentisch. So einen kleinen. Können wir uns dann später holen. Machen wir heute Kokons Garten. Oh Gott. Ich weine. Ich hab's heute nicht so drauf mit der Schaufel, kann es sein? Und bei Kokons Garten habe ich irgendwas Spezielles vor. Also da machen wir später noch was anderes hin. Da hatte ich noch einen Kommentar von Fairy. Sollen wir da den Weg durchziehen? Ja, komm. Warum nicht? Heute machen wir wieder so ein Design-Part. Wird auch Zeit. Ziehen wir hier den Weg durch. Und da können wir so einen Spielplatz machen oder so. Oder vielleicht machen wir hier schon das Feld. Das wäre natürlich auch was. Das Kürbisfeld. Und vielleicht kriegen wir irgendwann Karotten dazu oder so. Warum auch immer. Weil Essen hat hier in dem Animal Crossing Teil auf jeden Fall eine Funktion, sagen wir es so. Hier müssen wir weitermachen, alles klar. Oh, die Musik am Abend ist so schön. Ich fände es doch irgendwie geil, wenn man die alten Titel aus, also die alten Musiktitel auswählen könnte. Das wäre anders cool. So, dann machen wir hier eine Mauer. Und hier machen wir auch noch irgendwie einen speziellen Boden. Aber ein eigenes Design. Genau. Ne, den müssen wir wegmachen. Da brauchen wir ein Design oben. Warte mal. Wir machen das richtig luxuriös. Wir machen die Holzplatten nicht auf Gras, sondern... Auf Trampelpfad? Sieht Trampelpfad okay aus? Glaub schon. Ja, das passt schon. Und dann machen wir da das Zypressenbad hin. Genau. Dann müssen wir noch ein leeres Design machen. Dann machen wir da irgendwann mal noch überall Zeug hin. Super. Ich bin immer barfuß in dem Spiel. Man sieht immer meine Caseys. Also Caseys sind Käsefüße. Das ist so mein Synonym dafür. Für die Leute, die es nicht wissen. So. Wie viele Designs gibt es davon? Jetzt sieht es aber nicht synchron aus. Das finde ich kacke. Da brauchen wir auf jeden Fall eins, wo nur nach oben geht. Geht nicht?
Dann müssen wir das hier platzieren. Und dann platzieren wir das auch gerade hier. Okay, dann brauchen wir die andere Seite noch. Das wäre dann... Wo ist es denn hier? Das Design gefällt mir echt. Ich habe keine Ahnung, was die ID davon ist. Das habe ich über Instagram gefunden. Also viele Designs könnt ihr tatsächlich über Instagram finden. Was ich recht cool finde. So, jetzt müssen wir jede Ecke einzeln raussuchen. Oh, das wird mühsam. Das ist jetzt die untere. Dann haben wir die hier. Sieht jetzt aber so blockartig aus. Aber da kommt jetzt gleich noch das Bad hin. Deswegen fällt es wahrscheinlich eher weniger auf. Gut, jetzt brauchen wir noch rechts oben. Und die Mittelstücke. Oben. Lol. Gibt's nicht? Da machen wir das so. Ja. Ich finde den Boden noch voll cool irgendwie. Da kann man viel mitmachen. Genau, jetzt wollte ich hier das Zypressenbad platzieren, um mal zu gucken, wie das aussieht. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich glaube, das reicht, wenn wir es so machen. Obwohl, vorne würde ich es gerne noch machen, aber hinten ist zu viel. Da hinten kommt ja eh die Mauer hin. Stimmt, ja. Dann machen wir auch die japanische Mauer wie auf der anderen Seite hin. Ich finde hier das Haus voll gut. Wer wohnt hier nochmal? Jule? Ah, ne, Andrea. Die wird auch früher oder später ausziehen. Kann ich auch nichts machen. Ist der Trampelpfad okay? Terrakotta wäre halt auch gut. Kann man das so machen? Kann auch sein, dass ich heute überhaupt keine Inspiration habe. Wenn ihr da eine bessere Idee habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir können alles umändern. Das ist ein Endless-LP. Also wir haben hier genug Zeit und werden wahrscheinlich in einem Jahr auch noch nicht fertig sein. Gleiches bei Mario Maker. Also solange ihr mir Zeug einsendet, solange geht das LP weiter. Jetzt wart mal ab. Nee, das passt gar nicht. Vielleicht... Nein, kein Schwarz-Erdweg. Machen wir hier so den Weg schräg rüber. Irgendwie so. Geht es vom Design her? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Wenn wir da jetzt einen links unten machen. So eins. Nee, das wird nicht gehen. Wisst ihr auch warum nicht? Wegen dem Ding. Schade. Was müssen wir da machen? Ich habe absolut keinen Plan. Wir haben hier einen rechts unten. Also das hier. So eins müsste gehen. Und dann die andere Seite. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das scheiße aussieht. Und... Nee, warte mal, ich habe eine Idee. Pass auf. Aber zuvor holen wir noch kurz das Ding hier. Mal gucken, was es ist. Ja, komm jetzt runter. Seine Anleitung, komm an. Ein Kissen. Ja, das chillt. Das können wir ja hier davor platzieren. Aber jetzt pass mal auf.
Wir machen hier den Weg kürzer. Warte mal, wir brauchen jetzt nochmal normales Gras, genau. Wir machen hier den Weg kürzer. So. Aber jetzt sieht es auch kacke aus. Jetzt finde ich den Übergang hier nicht so schön. Ein Tod muss man wahrscheinlich sterben. Und dann können wir hier das hier machen. Aber warte mal, können wir das nicht noch abrunden? Ne, das sieht dann wahrscheinlich wieder kacke aus. Genau, dann machen wir das so. Ich finde es gut, dass das Zypressenbad schon was Dunkles hat. Und ansonsten hätte ich da ein Ding hingesetzt. Eine Bank irgendwie, dass man da runter gucken kann. Das wäre sicher chillig gewesen. Ja. Na. Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefällt. Ich bin so unentschlossen, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das Design auch falsch angewendet. Ah, es ist echt komisch. Und man kann hier jetzt nicht mehr durchlaufen. Gut, sollen wir hier noch so eine Bank hinstellen? Und einen Baum? Also hier wird noch ein Baum passen. Oder Blumen. Aber wir haben schon so viele Rosen. Ich würde da gerne mal andere Blumen hinmachen. Hm. Ich finde es cool, wie das Ding jetzt hier aus ist. Haben wir das nicht ausgemacht? Wahrscheinlich schon. Haben wir noch andere Blumen? Habe ich irgendwo Blumensamen, die wir noch nicht benutzt haben? Nein. Ich muss mal gucken, ob ich welche auf dem Lager habe. Oder irgendwo platziert habe. Und vergessen. Platziert und vergessen, hört sich gut an. So, hier sind überall Rosen. Wir haben nur Rosen hier. Wie Andrea rumsprintet. Süß. Tulpen. Tulpen haben wir auch genug. Lass uns doch kurz die Flaschenpost finden. Das fände ich noch cool, wenn wir das machen. Weil da kann ja was dabei sein, was wir noch nicht haben. So. Diagonalwegweiser. Lül. Hm. Sind hier die anderen Blumen, die ich gekauft habe? Ah, tatsächlich. Hier sind Stiefmütterchen. Oh mein Gott. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wie viel Platz haben wir noch? 5. Ja, dann nehme ich am besten die Weißen mit. Die passen zu Kokong. Hier war ja früher Kokongs Haus. Kokong ist einer der ersten Bewohner. Ah, das Dorf hat sich schon verändert. Oh nein. Dann platzieren wir ein Stiefmütterchen wieder. Das sind coole Blumen, by the way. Ich finde, das sind sehr hübsche Blumen, weil sie sich so unterscheiden. Mit diesem blauen Kreis. Mir gefällt das Blau bei den Dingern. So. Dann platzieren wir die da oben. Hier müssen wir auch noch fertig werden. Mit diesen pinken und diesen schwarzen Rosen. Und hoffentlich haben wir irgendwann eine Goldgießkanne. So. Genau. Dann platzieren wir die hier so um das Haus herum. Ich meine, warum nicht? Passt doch, oder? Findet ihr nicht? Ich find's schön. Jetzt fällt's auch ein bisschen weniger auf. Jetzt brauchen wir nur noch hinten eine Mauer. Wenn man da eh nicht mehr durchlaufen kann. Und nochmal ein Geschenk. Nehmen wir auch mit. So. Schallplattenkiste. Oh, Lül, das sieht auch noch gut aus. Das passt zur Musikecke. Haben wir überhaupt noch eine? Ah ja, hier. Die können wir hier platzieren. Nicht genug Platz, war mir klar.
Ist hier nur ein halber Block Platz? Nein, wo... Oh. Ah, jetzt geht's auf einmal. Ich finde den okay. Gut, dann holen wir noch Mauern. Oh, ich hatte gerade den Zauberstab in der Hand. Oh, da sind Schnecken. Lülen. Wo hat man die vorher angetroffen? Ah, auf Stein. Genau, jetzt gibt's die bei Büschen. Lol. Ist das eine Update-Änderung? Weil ich habe die bisher nur bei Steinen gesehen. Aber das ist... Ja, das ist das erste Mal, wo ich die bei Büschen sehe. So, genau, das habe ich noch offscreen bekommen. Nächsten Tisch. Wir brauchen eine Mauer. Mal wieder. Eine Mauer aus Lehm. Oder so eine. Die sieht auch noch stylisch aus. Eine Ziegelmauer ist auch noch cool. Eine Japan-Mauer hätte ich aber gern. Da brauchen wir Stein für. Haben wir gerade nicht auf Vorrat, deswegen müssen wir es holen. Warum nicht? Ich glaube, hier liegt noch irgendwo rum, oder? Nee. Okay. Mit dem Ding machen wir mal später weiter. Weil hier müssen wir echt noch viel machen. Und ich habe immer noch kein... Oh mein Gott, wie viele Items haben wir mittlerweile dabei? Ich brauche schon nur die Schaufel. Danke. Ich brauche nur zwei Steine. Come on. Zwei Steine, ist so schwer. Oh. Mann. Uns fehlt übrigens immer noch ein Fossil. Also wer das hat, bitte melden. Das ist von dem Nashorn die andere Seite. Ja, wunderbar. Ja, das reicht schon. Ich muss jetzt nicht mein Inventar zuspammen. Wegen irgend so Zeug. Schreibtisch habe ich leider immer noch keinen bekommen. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwann was. So. Wunderbar. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen die Japan-Mauer. Wie viel machen wir jetzt? 10. Das reicht mal. Wir können es ja so machen. Da wir noch einen Teich brauchen... Ich habe eine Idee. Jetzt bezüglich hier unten. Da wir noch einen Teich brauchen, weil wir zwei Teiche brauchen... Dörte, was geht? Yo, mir geht gleich der Hochhut. Eine Ligia Exotica zu fangen ist wohl schier unmöglich. Das Vieh ist krass und so. Ich fang's nicht. Nee, sorry. Ich habe gerade keinen Bock, irgendwas zu fangen. Super. Folgende Idee. Wir machen hier irgendwie so einen Zugang oder so einen Wasserfall. Weil wir können hier keine Mauer platzieren. Wir machen so einen Zugang, dann machen wir so eine Brücke rüber. Vielleicht so. Einfach so ein Design-Pattern. Dass man da nicht sieht, dass es Design ist. Und dann bleibt das hier ein Teich und das hier wird halt nur so ein Fluss, der so praktisch zuläuft. Aber dazu kommen wir dann später. Wir brauchen nicht so viel Japan-Mauern. Deswegen können wir hier noch eine aufstellen. Ich muss jetzt aber erstmal gucken. Hm. Ja, das Anwesen gefällt mir total. Da müssten eigentlich lila Blumen hin. Aber ich habe aktuell so wenig. Genau, dann machen wir das so. Und dann machen wir... Kann man hier noch eins platzieren? Nee, kann man nicht. Alles klar. Dann gehen wir jetzt aber kurz darunter. Und ziehen diese Kante noch eins vor. Ich weiß nicht, ob das das ganze Bild zerstört. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir die Mauer hier durchziehen können. Weil sonst sieht es kacke aus. Ich glaube, das geht noch, oder? Damit kann ich leben. Dann können wir dort hinten noch eine Blume platzieren. Ich meine, warum nicht? Dann holen wir als erstes die Blume. Weil Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir dann da nicht mehr hinkommen. Wir brauchen mehr lila Rosen.
So. Gut, dann hätten wir heute schon wieder richtig viel geschafft. Aber eben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, ab damit in die Kommentare. Auch da, wo das alte Haus von Kokong war. Ich glaube, da wohnt jetzt Jule. Wenn mich nicht alles täuscht. Also hier. Was wollt ihr dahin machen? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, Fairy hat schon mal was geschrieben. Ich habe es aber vergessen. Ah, da können wir gar nichts hinmachen. Fällt mir gerade auf. Lühn. Wunderbar. Da könnten wir... Da, komm. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Weil die Aura ein bisschen zerstört ist. Jetzt passt auf. Wir täuschen das jetzt so an, dass es hier praktisch so weitergeht. Wie machen wir das am besten? Ich glaube mit dem hier. Ich weiß nicht, kann ich da auch Trampelpfad platzieren? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber da kann ich noch irgendwas machen. Wir können da die Mauer auch anders platzieren. Ah, so viele Möglichkeiten. Sollen wir das noch eins nach vorne ziehen? Wir ziehen das nochmal eins nach vorne. Oh mein Gott. Kokongs Hütte ist richtig aufwendig. So. Dann wechseln wir nochmal. Und müssen nochmal einmal rumlaufen. Okay. Dann holen wir den Trampelpfad. Ich glaube, so geht es. Jetzt brauchen wir nochmal ein Design. Nein, nicht das. Oh mein Gott. Machen wir das so. Und dann müssen wir es kurz wegmachen. Das kurz ins Inventar nehmen. Und dann machen wir das so. Und dann brauchen wir noch einen links unten. Wo ist es denn? Dann stellen wir da noch ein Tischchen hin oder so. Das passt dann schon. Gut, dann platzieren wir als erstes die Mauer. Ah, falsch. Genau, dann ist die Illusion so da, dass es da hinten praktisch nicht mehr weitergeht. Wunderbar. Sieht man das irgendwie, dass das Design da hinten trotzdem noch ist? Nee, nicht mal, wenn man so darstellt. Okay, cool, gefällt mir. Oh Gott, das wird heute wieder ein längerer Part. Aber euch macht's wahrscheinlich Spaß, also von dem her. Dann macht's mir auch Spaß. So, da machen wir hier das Zypressenbad hin. Warte mal, können wir das ein bisschen weiter an die Hauswand schieben? Oder ist es unmöglich? Genau, Alter, er hat übelst die Bonzenhütte. Und dann können wir hier noch so einen kleinen Tisch hin machen und einen Gartenstuhl, ähnlich wie hier. Aber da wir die nicht haben, würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir mit dem nächsten Grundstück weitermachen. Ich weiß nicht, welches wir noch machen werden. Wir brauchen noch richtig, richtig viele Blumen. Aber das wird schon. Das wird schon. Ich bin da zuversichtlich. Mit Marias Grundstück bin ich eigentlich auch zufrieden. Und hier, oh mein Gott, guckt euch dieses Grundstück an. Das ist mein Lieblingsgrundstück bisher. Was uns halt noch fehlt, ist das hier oben alles. Saschas Grundstück, Jules Grundstück. Das wird noch richtig schwer. Und naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss und bis bald.